Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu World of Warcraft Battle for Azeroth. Wir sind gerade dabei, hier so ein paar totes Geschmache umzubringen und ich habe es tatsächlich geschafft, nicht drauf zu gehen. Konnte also erfolgreich Pibi machen und wir leben noch. Du, man muss auch mal Glück haben, ne? Es muss auch mal laufen, einfach nur. Einfach mal laufen. So, ja, wir kümmern uns heute drum hier weiter Untote und Salandari oder wie auch immer sie heißen umzubringen. Da ist der nächste Untote, wir holen er auf. Wir holen auf den Booten, da halten sich mehr von diesen Untoten auf. Während die Salandari eher so patronieren, habe ich das Gefühl. Ja. Eine unserer weiteren Aufgaben ist es heute auch, ein Boot zu infiltrieren. Ja, sammle ruhig mal erstmal Geld ein, ist in Ordnung, du wirst zwar gerade angegriffen, aber du, man muss Prioritäten setzen, ne? Geld aufsammeln oder nicht auf die Fresse bekommen? Na dann doch lieber erstmal das Geld aufsammeln. Dort ist Wasser, das heißt, es dürfte eigentlich nichts schief gehen, jawohl. Noch eine Todeswache läuft. Ist der da auf irgendeiner Fischleiche am Rumtanzen? Ist der nicht, ist der ekelhaft, Mann. Was soll denn sowas? Sehr unangenehm. Zack und kaputt. So, okay. Todeswache der Verlassenen. Ja, dann mal in die Richtung, würde ich sagen. Da ist eins, zwei. Das ist auf einmal, als würden sie es merken. Hat sich die Anzahl an Todesleuten drastisch erhöht, habe ich das Gefühl. Ne, erst den Zauberhainer. Erst den Zauberhainer. Wir kümmern uns erst um den Zauberhainer. So. Düdelü, 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 düdelü. Bis jetzt noch ein gutes Gefühl, tatsächlich. Wir haben das hier soweit gut im Griff. So, okay. Brauchen wir noch einen? Nein, wir sind fertig. Wir sind fertig. Jetzt müssen wir nur noch Kanonen ausschalten. Das in diese Richtung. Ist das dieses Schiff da oder was? Oder ist das weiter weg? Es könnte dieses Schiff sein. Das hier infiltrieren müssen, um dort dann Kanonen zu deaktivieren. Ja, das ist das Schiff. Da sind die Kanonen. Jetzt nur gucken, wie wir da raufkommen. Da ist sich schon so ein Seil direkt vor uns rangespannt. Relativ easy. Einfach rinschwimmen, an Seil klettern und dann ist gut, ne? Man muss das ja auch nicht zu kompliziert machen, ne? Rüpp da, ran da, fertig da. Moin, hallo. Ich wollte mal hier so einen kleinen Besuch abstatten. Wie geht euch das? Alles nice? Alles gut oder was? Oh, ne. Du, kein Stress schieben. Ich mache euch eben platt und dann ist gut. Auch ein bisschen viele Gegner jetzt auf einmal, muss man sagen. Also, es muss jetzt nicht so viel sein. Tatsächlich, aber gut. Immer munter, immer weiter. Nächster. Immer die ganze Schiffsbesatzung hier zermeddelt. Vernünftig. So, alles sammeln und jetzt Kanonen kaputt machen. Eine. Zwei. Und noch die letzte. Und haben wir es auch schon. Alle Kanonen erfolgreich zerstört, Sir. So. Dann können wir es gehorsamst uns zurückmelden. Hier noch ein bisschen tauchen hier. Mal wieder Unterwassergrafik genießen. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Wunderschön. So, eben schnell aufmounten auf unseren süßen Fuchs. Zack. Und ab geht's.
Versuche, dass wir nicht wieder absteigen müssen. Oh, müssen wir sowieso nicht. Er kann schwimmen. Na dann! Ist doch alles im Lot. So, hier eben an den Dödeln vorbei. Ich hab keinen Bock auf euch. Ich habe kein Verständnis mehr für euch. 100 pro alle Gase eingeatmet. Sag ich euch, wie es ist. Ja, cool. Hier schön prügeln. Ich will hier nur einfach an euch vorbei, ne? Keine Zeit für euch. Nein! Wenn ich sage, keine Zeit für euch, dann meine ich auch keine Zeit für euch, okay? So. Nun werden erstmal Quests abgegeben. Ja, er hält da immer noch das Schwert fest, du bedrohst ihn seit 3 Tagen, gar kein Problem. Njo, guten Tag. Eine Atempause verschaffen. Endlich ein paar Schwachköpfe weniger, um die wir uns sorgen müssen. Jo. Kanonen ausschalten. Jetzt können wir unsere Verwundeten in Sicherheit bringen. So sieht das aus. Auf, Jan. Jo, hau rein, ne? Metal on. Sayonara und Matane, würde ich mal sagen. So, Rüstmeister. Vorratsmangel. Habt ihr etwas Nützliches gefunden? Das würde ich wohl meinen. Unglaublich, was wir schaffen können, wenn wir die nötigen Vorräte haben. Das ist meiner. Mach mir keine Vorwürfe, das ist mein bester Hammer. Ich weiß, er mag nicht wie ein besonderer Hammer wirken, aber für mich ist er etwas sehr Besonderes. Du, manchmal, es muss ja nicht immer besonders aussehen oder so. Es ist ja manchmal auch einfach der emotionale Wert, der an irgendetwas hängt. Mögen eure Reisen sicher sein. Das will ich doch hoffen. Mein Hammer, ihr habt ihn wiedergebracht. Mein Vater hat uns das Schmieden gelehrt. Dieser Hammer war der erste, den wir zusammen gefertigt haben. Ach, deswegen ist er ihm so wichtig. Ich verstehe. So. Hallo. Lust auf ein Glas? Lust auf ein Glas? Ihr würdet eine hervorragende Sanitäterin abgeben. Oder zumindest eine passable Krankenschwester. Sei Quest beenden. Hey! Hi! Du, ich bin hier. Kelsey Stahlfunke, da ist sie ja. Da habe ich schon gedauert, da muss ich erstmal ein bisschen Dödelaufgaben machen. Xibala. Niani, wie läuft es hier? Oh Himmel, hier wimmelt es ja von Soldaten der Horde. Und Zandalari-Trollen. Und Maschinen gibt es fast gar keine. Wir sollten definitiv mit den Dunkeleisenzwergen nach Xibala zurückkehren. Der perfekte Ort für unseren Stützpunkt. Benutzt das Ruderboot in Taladins Tadel, um nach Xibala zu reisen. Lebt vorerst wohl! Ich muss dem Ghoul leider recht geben, Niani. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, umzingelt. Wir halten die Stellung. Geht ihr schon vor? Für die Allianz! Für die Allianz! Jo, alles klar. Und ich würde sagen, es regnet. Das ist eben der Moment für uns zu fliehen. Wenn es regnet, habe ich auch keinen Bock mehr. Rauf aufs Ruderboot und nix wie weg. Rauf aufs Ruderboot und nix wie weg. Auf geht er. Oh, was ist da denn los? Die Welle hier. Ihr macht das schon. Ich habe vollstes Vertrauen zu euch. Oh, dicke, muskelbepackte Männer rudern uns quer durch die Gegend. Die südlichen Meere. Dum, 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 dum. Mal sehen, wie weit wir jetzt fahren. Kann ja nicht allzu weit sein. Die Schreckensperlen und Tiefen. Sieht sehr nett aus hier. Wenn man sich mal überlegt, dass all diese Welten und all diese Gebiete voll mit Quests sind, das ist ja nicht mehr normal. Die südlichen Meere. Also wenn man Bock hat auf irgendwas, was echt einen lange beschäftigt, WoW, einfach normal durchspielen, Questen, bist du, glaube ich, ein halbes Leben mit beschäftigt. Ich will gar nicht wissen, wie lange man braucht, um wirklich alles zu questen. Das muss ja ewig dauern. Ewig. Ist auch nicht sinnig, aber... Die Insel der Hauer. Der abgelegene Strand. So abgelegen sieht das gar nicht aus hier, du, aber passt schon. Die Bucht der Könige. Sie macht hier so ein bisschen den Titanic-Move, ne? Sie ist der König der Welt. Königin eher, ne? Oh, chillt mal hier. Die beiden sind glücklich wie eh und je, ne? Und ziehen leicht in die Fresse. Ich wäre auch echt angepisst, wenn ich den ganzen Tag am Rudern wäre. Da kriegst du auch so ein Body, ne? Xibala. Wir haben Xibala entdeckt. Da wollten wir ja hin. Insofern passt das wohl. Xibala. Du, 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 du.
Die Untiefen von Xibala. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja, dann wollen wir mal los, würde ich sagen, ne? Weichen wir ruhig den Dödeln aus. Wir müssen jetzt ja nicht direkt in die Gegner reinlatschen. Da tut na jetzt nicht Not, ne? Oh, sie ist verschwunden. Gevanished im grünen Dickicht. Freund oder Feind? Dunkeleisengolem. Es ist ein Freund. Wenn du Dunkeleisengolems auf deiner Seite hast, kann es nicht so schlimm werden, würde ich sagen. Ja? Moin, du siehst ja. Du siehst schon einladend aus. Also von dir möchte ich nicht umarmt werden, sage ich mal so jetzt. Ne? Tut nicht Not. Flugmeister. Ja, ist doch gut. Ist alles in Ordnung. So, hallo, Ambostan Tourgarden. In unseren Herzen brennt ein Feuer. Ja, das kann man wohl sagen. Ihr seid also Niani, der Todesritter, von dem Kelsey so viel hält. Euer Ruf eilt euch voraus. Quest beenden. Mir ist immer noch unwohl dabei, die ganze Allianz an meinen Künsten teilhaben zu lassen. Du, manchmal hilft's ja nix, ne? Wir wollen ja zusammenarbeiten, oder? Oder was? So. Maulwurfs Machenschaften. Der Feind hat anscheinend unseren Plan erraten. Während wir unsere Verfeinerungsmethoden für Azerit entwickelt haben, haben die Goblins wohl dasselbe gemacht. Keine 5 Minuten, nachdem wir uns hier niedergelassen hatten, tauchte die Horde auf, um unseren Fortschritt zu bremsen. Wir haben einige wichtige Schamanen, die ungeduldig in den Maulwurfmaschinen auf dem Strand dort warten. Ihr könnt den Schlüssel nehmen und den Weg freimachen, damit sie sicher ihren Bestimmungsort erreichen. Befreit 4 Erdbrecher der Dunkeleisenzwerge aus den Maulwurfsmaschinen in Xibala. Steine von Ragnaros. Da meine Schamanen immer noch in ihren Beförderungsmitteln festsitzen, ist ein wichtiger Bestandteil unserer bevorstehenden Rituals immer noch zwischen den Vorräten verstreut. Ich kann nur hoffen, dass die Horde nichts davon an sich genommen hat. Sie sind selten und wertvoll. Wenn ihr irgendwelche leuchtenden Objekte da draußen seht, sammelt sie ein. Sie sind unglaublich wertvoll. Bergt 9 Stücke Schlacke der Feuerlanden am Strand von Xibala. In der Tiefe der Erde schlummern unzählige Geheimnisse. In der Tiefe der Erde. Man muss auch mal ein bisschen Schlacke verteilen, ne? So, Gastwirt, guten Tag. Braucht ihr etwas? Ich möchte Gasthaus hier, ne? Auf dann. Auf dann! Falls ich ja drauf gehe, damit ich wieder hierher komme. Gemischtwaren und Reparatur. Was geht euch durch den Kopf? Einmal reparieren und Scheiße verkaufen. Bums, 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 dums, dums. Salziges Fleisch. Oh, gönn dir. Blutverschmierte Einladung. Seelengebunden. Einzigartig. Verschafft allen Charakteren eures Accounts Zugang zur Kampfgilde. Fort mit euch. Aha. Die erste Regel der Kampfgilde, man labert halt nicht über die Kampfgilde. Ja, irgendwas Cooles ist passiert, aber nice. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Ist das nicht herrlich? So. Schlacke der Feuerlande und Maulwurfsmaschinen. Boah, ich würde sagen, ist das beides in die gleiche Richtung? Jawohl. Nur dann mit los. Einfach nach da unten. Ich glaube, das sind die Maulwurfsmaschinen hier. Da müssen wir Leute befreien und Schlacke sammeln. Ach, was ein schönes Wetter. Es wird auch schön warm hier. Riecht bestimmt jetzt gerade relativ wunderbar. So frisch nach dem Regen. Wenn da die Sonne drauf scheint, das muss schön sein. So, erste Zwerge gerettet. Du, ihr könnt hier ruhig weitermachen, ne? Ich, oh, scheiße, hat euch gestört. Na gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das stört, wenn ich hier so ein bisschen rumhantiere, ne? Oh, Feuer! Bist du ein kleiner Drache oder was? Feuer, Feuer, Feuer! Ah! So, dann sammeln wir mal eben diesen Krams hier ein. Kaboms, jawoll. Alles, was leuchtet.
Schock. 2 von 9. Das ist Schlacke in so einem hübschen Gefäß. Den eingepackt. So, weiter geht's. Mehr Schlacke sammeln. Schlacke, Schlacke, Schlacke. Oh. Leute, entspannt euch mal. Okay, die entspannen sich nicht. Die haben sich dagegen entschieden, sich zu entspannen. Ist okay, ist okay. Kann mitarbeiten. Müssen wir damit umgehen, ne? Muss man sich halt drauf einlassen. Die Prügelgeräusche der anderen. Meine Güte! Kannst du gar nicht gegen ankloppen, so schnell spawnen die hier wieder nach. Nu aber. Nu ist auch gut hier jetzt, ne? So, wieder ein bisschen Schlacke einsammeln. Kaputt. 5, 6, 7. Oh, sogar noch mehr. Man muss sich wirklich genau umgucken, dass du nicht irgendwo Schlacke übersiehst, ne? Das ist wieder das. 8 Schlacke. Wir brauchen noch 1 Schlacke. Da befreien wir noch so einen Dödel. Ja, lass mich mal in Frieden, du. Sammle einmal nochmal Schlacke. Genau. Und dann befreie ich einmal nochmal so eine Person. Und dann sind wir auch schon fertig. Tschüss. Kein Bock auf euch. Ihr könnt mich. Man muss so einer Konfrontation auch mal ausweichen, wenn es nicht notwendig ist, ne? War es halt nicht sonderlich zielführend, sich mit denen zu prügeln. So. Was ist hier denn los? Was ist hier denn los? Ich glaube, wir sehen irgendwas, was wir noch nicht sehen sollen. Wir ziehen Kraft aus dem Feuerlanden, aber diesem Ruf wird nicht irgendwas... Oh, oh, okay. Ja, dann mal los, ne? Hau den mal ordentlich auf die Schnauze, würde ich sagen. Das tut bestimmt weh, wenn einem so eine brennende Faust in die Fresse haut. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Na, du... Na, ja, egal. Du hast mir Quests aufgegeben, weißt du? Ich wollte die jetzt geben, Mann. Maulwurfmaschinen-Gefangenschaft. Wenn sie nicht in Maulwurfsmaschinen schmoren wollten, hätten sie sich einen anderen Beruf aufsuchen sollen. Ja, wohl wahr. Steine von Ragnaros. Ich hatte keine Angst, dass sie kaputt sein könnten. So ein bisschen Feuer würde diesen Steinchen niemals schaden. Ein paar Brandmale hier und da, aber nichts Außergewöhnliches. Sie sind genau richtig. Fragmente der Feuerlande. Die Gerüchte über eure Fähigkeiten wirken übertrieben, aber wie es scheint, seid ihr doch recht kompetent. Nicht wahr? Ich hab euch unterschätzt, Niani. Dafür entschuldige ich mich. Sagt es nicht Taylin weiter. Die Komponenten für das Ritual sind jetzt vorbereitet. Ihr müsst nur noch die Schlacke der Feuerlande zu dem instabilen Magma hinzufügen und ein großes Wesen der Feuerlande wird unseren Ruf Folge leisten. Ihr übernehmt die Kontrolle darüber, werdet nahezu unbesiegbar und könnt dann die Goblin-Bedrohung auslöschen. Stabilisiert das instabile Magma und benutzt dann den Magma-Elementar, um 200 Bijet-Wasser-Goblins zu besiegen. Klingt witzig! Todesritter, legt etwas von der Schlacke auf das instabile Magma dort drüben und macht euch auf etwas gefasst. Ja, dann, dann mal Lux, ne? Und eben rauflegen da. Jawoll! Eine echt gute Beschwörung, Jungs. Ihr habt jetzt die Kontrolle hier. Nie zeigt dieser Hordentruppen, was passiert, wenn man sich mit den Dunkeleisenzwergen anlegt. Jo, du gibst richtig auf die Fresse. Ja, oh. Ja, Hahn, ist ja gut. Man, du immer das Gleiche, ne? Immer dann, wenn es lustig wird, muss ich wieder so ein Break machen, Alter. Ja, Hahn, wir hören dich doch.
So, ihr Lieben, ihr hört den Hahn Credo, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann jetzt hier als schlackiges Monster eben kurzen Break. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch meine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, dann im nächsten Part wieder. Es hört sogar auf zu regnen, unglaublich. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.